Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starcraft 2. Eigentlich wollte ich nicht nochmal eine Folge machen, aber ich habe mich dazu entschlossen, jetzt doch noch eine zu machen, weil ich jetzt nicht mitten in der Mission aufhören wollte. Hier habe ich auf jeden Fall so ein... So, praktisch. So. Wen soll ich grillen? Bekämpft Feuer mit Feuer. Abmarsch bereit! Zwei gehen da rein. Serviert man kalt. Zwei gehen da rein. Und in 200 Sekunden kann ich dann den nächsten machen. Yay! Naja. Ich mach die alles. Auch alles ganz schön versorgt. Was liegt an? Hab ich. Jeweils zwei Bunker pro Seite wird wohl reichen. Rache serviert man kalt. Das Problem ist, da sind vier Warpicks, ne? Zwei noch da, zwei noch da. Zwei mit mir. Feuer und Flamme! Ich warte! Wir müssen nicht besten mit zwei. Ja, müssen wir uns Space Marines holen. 1, 2, 3, 4. Kann's kaum noch. Bereit, Mann! Rache serviert man kalt. Verband gefällig. Kann's kaum noch. Kommt noch was. Corporals. Worauf soll ich ballern, Sir? Abmarsch bereit. Ja, da müssen dann halt nun mal nur. Wo ist die Action? Corporals ballern. Das ist natürlich dann nicht so toll. Aber so ist es dann nun mal, ne? Und ich glaube, wenn der nächste Tag anbricht, dann sollten meine Streitkräfte auch groß genug sein. Um das hier locker zu halten. Also müsste ich genug Recher theoretisch haben. Was springt dabei auf? Ich denke in Schwierigkeiten. So. Die Helion machen schon ganz gute Arbeit, muss man ja mal sagen. Zum Tag. Auf geht's! So ist es ja jetzt nicht. Ich habe ja jetzt auch nur 4, ne? Dich ja noch als Verteidigung nachher benutzen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Mal gucken. Feuer und Flamme! Dann dauert der. Na, okay, in einer Minute wird es wieder nass. Opfer ich die denn und versuche noch so viel mitzunehmen wie es geht? Ich glaube ja, ne? Dann kann die nächsten Warpicks kommen. In 90 Sekunden. Okay. Folge ist gut. Sind wir bereit? Sonnenuntergang in 30 Sekunden. Okay. Ich mach die Nacht zum Tag. Sollte die Nacht dann einfach überleben und am nächsten Tag baute ich dann alles aus. Das wird so schon passen. Ah komm, das Gebäude muss ich nicht mehr schaffen. Wow. Jetzt sind die garantiert stinksauer. Vielleicht sollten wir auf Tageslicht warten. Verseuchte Marines. Teufel auch, Jimmy. Das gefällt mir gar nicht. Du solltest Wachen aufstellen. Sie werden bald wiederkommen. Das hab ich ja verseucht. Unsere Scanner empfangen eine unbekannte Zeit. Es scheint sich um eine eingegrabene Kreatur zu handeln, die tagsüber unter der Erde bleibt und sich nur nachts ausgräbt.
Sir, wenn Sie eine dieser Kreaturen zur Strecke bringen, kann Statman sie untersuchen und daraus vielleicht sogar einige Erkenntnisse ziehen. Ja, mal hin da, ne? Worum geht's, Boss? Auf geht's! Auf sie! Echt, Mann. Du stocherst gern in Wespennestern rum, hä? Ich verstehe. Eins, zwei, drei, vier, das sollte reichen. Ich höre. Bereit machen, Jungs! Ah, ich kann Warpix anheuern. Sehr, sehr gut. Kann's kaum noch erwarten. So, die beiden Damen, die beiden Damen. Da sind ja jetzt nur Space Marines, so keine Warpix drin. Machen wir in die Hölle ein! Ah, ist ja alles okay. So, auch aufgefüllt. Losgeladen und fürchte den Tod. Was wichtig ist? Ein Waffenlager. Bauen wir so ein Waffenlager. Aus der Bahn! Basis wird angegriffen. Machen wir in die Hölle heiß! Aber sicher! So, Auto 2 mache ich am besten noch. Dauert ja, ich sag mal, nur 30 Sekunden. Hier wird schon keiner durchkommen. Ich bin ja hier ausgehalten. Mit 6 sollte ich es dann schaffen, vielleicht nach da durchzukommen. Ich bräuchte hier noch einen Sensorturm eigentlich, ne? Und dann brauche ich am besten welchen rein. Den setze ich dann machen. Machen wir in die Hölle heiß! So, jetzt müsste ich genug haben. Die Welle, da warte ich noch ab. Rache serviert man kalt. Ich warte. So. Nutze die Chance. Unbedingt! So. Langsam nach vorne aufpassen. Gib Gummi! Nein, er ist verloren. Hört sich gut an. So, hier hoch. Auf geht's! Jederzeit! Unbedingt! Da ist doch das. Und jetzt weg hier. Was nicht passt, dann passt. Ich steck in Schwierigkeiten. Das geht nicht, da ist kein Platz. Boah, was ist denn? Darf sonst. Was nicht muss passt, ich den passt, abreißen? Ich steck in Schwierigkeiten. Worum geht's, Boss? Da komme ich nicht an. Zwei, vier, sechs. Ne, obwohl. Da schaffe ich nur noch einen. Soll ich irgendwas? Das wird schon passen. Das wird reichen erstmal. Was wichtig ist? Und er muss jetzt. Ah, oh, das ist so dumm. Tagesanbruch in 30 Sekunden. Tagesanbruch in 30 Sekunden. Machen wir in die Hölle heiß! Was springt dabei raus? Basis wird angegriffen. Yo! Rache serviert man kalt. So, das war's. Soll ich irgendwas umlegen? Natürlich. Schon unterwegs. Nichts, womit ich... Vergiss nicht, dass du bei Sonnenuntergang zurück sein musst. Ja, 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 ja. Das ist alles. Gute Arbeit, Jungs. Dieser Bereich ist gesichert. Ja. Frau, so, ne? Wird gemacht. Muss aber dann. Ich gönne ein bisschen. Mach ich mir Sorgen. Geronimo!
Du hast sie ordentlich wieder für gemacht, Alter. Wieder für gemacht, diese Rächer. Ah, hier ist noch eine Menge zu zerstören. Wirklich eine große Menge. Ah, das geht direkt fix bei dir. Los geht's. In Ordnung. Alter, das geht so schnell. So, und rein da. Natürlich. Yes. Geht recht fix. Aber ich muss jetzt auch tags wirklich sehr aggressiv vorgehen. Weil nachts gehen die auch sehr aggressiv vor. Ich kann die ja jetzt mal nachts stellen. Weil von da kommen die ja auch. Du hast sie ordentlich dezimiert, Jim. Das machst du großartig. So. Was ist Scheiße? Ich gönne ein bisschen Schlaf. Oh yeah, baby. Das ist nur ein Zerg auf dem Planet gewesen. Natürlich muss ein Zerg auf dem Planet gewesen sein, sonst. Ach ja, auch jetzt ja gar nicht der Virus aus. Aber hier sind die Schlange sicher und hier sind die Tumore da. Das andere ist gerade ja gar nicht übrig. Und mit der Menge, die ich da anrechnen habe. Sie ordentlich dezimiert, Jim. Das machst du großartig. Oh ja, und wie ich das mache. Wird gemacht. Jetzt kann ich auch hier gleich runter. Das ist das Vorteil an der Seite. Wunderbar, wenn nicht. Du hast sie ordentlich dezimiert, Jim. Das machst du großartig. Oh ja. Los geht's. Und ich glaube vielleicht den Tag über jetzt nicht mehr. Aber die Nacht jetzt, wenn ich da dann einfach ein paar aufreihe, dann sollte ich das auch ganz gut hinlocken. Manchmal sind ein paar Spieler keine Verluste. Meine Einheiten werden dann einfach mal verletzt von diesen Dingern. Der ist extrem nervig, aber auch extrem leicht zu töten. So. Und wegen diesen Stacheldinger. Aber sonst. Verluste hatte ich ja jetzt noch gar keinen. Immer eine richtige Basis. Hier. Es sieht so aus, als sei der Sektor sauber, Jim. Wir sollten uns zum nächsten aufmachen. Oh yeah, baby. Es sind nur noch 41 Gebäude. Eindeutig weniger. Aber ich glaube, damit ich diese komische Zerg-Forschung noch bekomme, dass ich ein Gebäude offen. Sieht aus, als wäre dieser Bereich sicher. Weiter so, Leute. Wir werden die drei da unten lasse ich mir.
sollte ich schaffen. Es sieht so aus, als sei der Sektor sauber, Jim. Wir sollten uns zum nächsten aufmachen. 25 verbleiben? Ich glaube niemals, das sind nicht die letzten drei, oder? Nope. Hier ist noch ein Lager. Mineralien vergessen. Naja, zu suchen ist auch egal, weil hier viele Mineralien nicht dabei. Scheiße reich. Es sieht so aus, als sei der Sektor sauber, Jim. Wir sollten uns zum nächsten aufmachen. Hier sind noch welche. Der Tod kommt von oben. Ah, wenn man ein Gebäude zerstören muss, sind Rächer schon echt gut. Ein bisschen wendig, zerstören so schnell. Was springt dabei raus? Was fliegt ab? Ich bin gleich hier erschreckt. Oh, das ist aber echt alles. Ihr habt es fast geschafft. Es sind nur noch eine Handvoll verseuchte Biosignaturen übrig. Ich markiere ihren Standort auf der Karte. Was liegt ab? Was umliegen? Ah, nur noch wirklich. Der Tod kommt. Was liegt ab? So, die platziere ich denn hier? Ich hab's wirklich in einer Nacht alles geschafft, sozusagen. Ist schon ziemlich krass. Feier ich ja ein bisschen. Ohne Verluste. Na, okay, der hier ist fast tot. Was springt dabei raus? Aber er ist noch nicht tot. Soll ich irgendwas umlegen? Ah, ja, gleich. Sonnenuntergang. Okay, den hier könnt ihr schon mal. Ich höre. Den hier vielleicht auch. Das ist alles. Ich soll zurück. Wartet dort. Ihr könnt gleich den letzten auch noch zerstören. Ich möchte nur noch kurz den einen Verseucher töten. Der müsste ja hier irgendwo spawnen. Ich warte. Damit ich die Forschung bekomme. Die ich ja will, ne? Ist ja klar. Ich mach die Nacht zum Tag. Haltet eure Augen offen. Da draußen wird noch ein ganzer Haufen von denen rumlungern. Fast gar keine mehr. Fürchte den Tod. Können wir noch? Du hast es geschafft, Jim. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt muss ich nur noch einen Ort finden, an dem meine Leute sicher sind. Ganz so leicht wird das nicht, meine Liebe. In dem Sektor wimmelt es nur so von Zerg. Irgendwo muss es einen Ort geben, den die Außerirdischen noch nicht kontaminiert haben. Ein unentdecktes Paradies, das nur auf uns wartet. Ja, das finde er erstmal, ne? Dr. Hansen. Das finde er erstmal. So. Die beiden Verseuche habe ich ja auch. Ich glaube, die beiden Verseuche haben da alles schon in Asche gelegt. Das ist schon ziemlich krass. Wie zwei das so machen. Aber er waren ja auch nur Zivilisten. Keine Soldaten. Die Soldaten haben die ja dann auch verkackt, ne? Schiffsmesse der Hyperion. Danke, dass Sie zugeschaltet haben. Unsere Reporterin Kate Lockwell berichtet live vom Flüchtlingsschiff Skinner 2, das sich aktuell im Orbit von Minoff befindet. Donny, die Opferzahlen hier draußen erreichen schwindelerregende Höhen. Enorme Flüchtlingsflotten kämpfen darum, die sicheren Kernwelten zu erreichen und längst nicht alle werden es schaffen. Es herrscht Mangel an Wasser, Nahrung und Hoffnung. Kate, wir werden später noch über die Pläne der Liga zur Rettung dieser Welten sprechen. Unter den Flüchtlingen wird viel über eine mögliche Rettung gesprochen. Und es scheint, dass sie ihre Hoffnungen zumeist auf paramilitärische Gruppierungen und Rebellen wie Jim Raynor... Vielen Dank, Kate. Live von einem Flüchtlingsschiff über Minoff, wo alle sehnsüchtig auf die Rückkehr der Liga warten. Sie sehen jetzt einen Vermilion-Kommentar zum Thema Flüchtlinge. Sind sie wirklich unsere Verantwortung? Du bist ein echter Menschenfreund, Donny.
zu krass. Neue Forschung. Mit Toschlabe. Was ist von Dr. Hansen? Sie ist ein zuckersüßes Ding. Hat jedoch einen bitteren Nachgeschmack. Glaubst du, sie verbirgt irgendwas? Hast du dich mal gefragt, wieso die Zerg ihren Planeten so schnell angegriffen haben? Vielleicht gab's da was, was sie wollten. Etwas Zuckersüßes vielleicht. Fleißige kleine Bienchen. Und wegen den neuen Forschungsobjekten gehe ich nochmal ins Labor. Und in den Zerg. So, neuer Text anscheinend. Die geborene Zerg-Probe entwickelt sich immer weiter. Sie hat keinen neutralen Cortex entwickelt. Zeigt jedoch eindeutig motorische Funktionen. Sie gibt mehr Hitze ab, als sie jemals in diesem Tank absorbieren könnte. Ich verstehe langsam, warum Zerg sich so gut eingraben können. Sehr ausgekühlt. Sie verfügen über Milliarden kleiner Muskeln, die auf niedriger Frequenz vibrieren, wodurch das Eingraben effektiv gelockert, Gestein zermahlen und Vegetation zerstückelt wird. Sie können durch den Boden schwimmen. Das ist zwar nicht so schnell wie laufen, aber es fehlt nicht viel. Also, ich sehe auch schon einen Weg, wie wir dieses Wissen sinnvoll umsetzen können. Okay, ist das schön. So, wählen Sie einen Forschung. Planetare Festung, Kommandozentrale können mit Zwillings-Ibig-Kanonen ausgestattet werden. Oder Flammentürme, der außerhalb des Kampfes sich tarnt. Ja, es ist bestimmt gegen die Zerg echt effektiv. Die Festung kann nicht abheben, ist ja scheiße. Hier gegen die Zerg. Hätte ich gerade in der Mission gut gebraucht. Aber naja. Gehen wir nochmal zur Brücke. Na, Ariel? Schon einen passenden Planeten für deine Leute gefunden? Ja. Ein unbewohnter Planet namens Haven. Er befindet sich am äußeren Rand des Protoss-Raums. Er scheint aber soweit sicher zu sein. Das wird ausreichen müssen. Meine Leute sollten sich besser eine Weile still verhalten. Sind Sie beide nicht beunruhigt, dass die Kolonisten verseucht sein könnten? Wie können Sie das auch nur in Betracht ziehen? Sie sind alle kerngesund. Das hoffe ich, Ariel. Mit den Protoss ist nicht zu spaßen, was Verseuchungen angeht. Du solltest auf jeden Fall damit anfangen, an einem Heilmittel gegen den Zerg-Virus zu arbeiten. Aus schulmedizinischer Sicht würde ich sagen, es ist unmöglich, ein Heilmittel zu finden. Das Virus mutiert zu schnell. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Sieh einfach, was du tun kannst. Mehr verlangt keiner. Ich gehe nochmal ins Arsenal. Arsenalkonsole, Fahrzeuge, Helion. Helion verursacht 10 Schaden mehr gegen leichte Rüstung, verdoppelt die Breite der Heliumflammkraft. Beides nicht so toll. Erhöht die Trefferpunkte von Raketenthermo von 14. Ich meine nicht. Der Raketensturm feuert eine weitere Salve ab. Okay, ich verstehe. Interessiert mich aber alles nicht so richtig. Und deswegen mache ich hier eine kleine Folgenpause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut raus. Tschüss.